Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit Telonyms beantworten. Aber bevor ich das Video anfange, muss ich erstmal eine Sache sagen. Und zwar, nein. Also ich habe beschlossen, dass das letzte Video dieses Formates so wird. Ja. Weil das ist halt, an sich ist das dann unfair den Leuten gegenüber, die mir auf Telonym eine Frage stellen und dann an sich gefühlt dann jahrelang auf eine Antwort warten. Weil die meisten, die auf Telonym mir Fragen stellen, die würden diese Videos hier niemals schauen. Sieht man an den Aufrufewerten eben dieser Videos. Ja. Ob es wieder das dadurch in Zukunft ein anderes Q&A, also Question Answer Format, kommen wird, weiß ich nicht. Ich bezweifle es aber. Früher gab es ja dafür mal meine Streaming-Reihe, die Talk-Reihe, den Dance war einfach Talk, aber hat sich auch dafür keiner gejuckt. Gut, egal. Dennoch eine letzte Runde Telonym beantworten. Dieses Mal aber nur 4 statt 5 Fragen. Und deshalb die erste Frage. Schon mal eine Serie mehrmals geguckt. Welche? Also übrigens, gell, ich benutze in diesem Video keine Facecam, weil das habe ich im letzten Video schon gesagt, weil die Qualität einfach Rotz ist. Okay. Zurück zur Frage. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, bin ich ehrlich. Weil, was genau meinst du? Was genau meinst du? Eine Serie mehrmals geguckt. Allein wenn du eine Serie guckst und dort, sagen wir mal, 4 Folgen kennst, dann hast du doch diese Serie automatisch mehrmals geguckt. Ja. Und damit ist es einfach, das sind so viele. Allein, guck mal, ich mach mal ein Beispiel in diesem Fall. Zum Beispiel habe ich letzt, weil ich es mal sehen wollte, auf Crunchyroll den Anime Spy X Family angeschaut. Weil ich schon mal viel davon gehört habe und so weiter. Und ich konnte halt nur ein paar Folgen anschauen, weil ich halt alles kostenlos verwende. Ja, ich bin ein armer Schlucker. Auf jeden Fall, ich kenne ungefähr 3 Folgen. Dadurch aber habe ich die Serie ja schon mehrmals geguckt. Ja. Oder, bestes Beispiel ist SpongeBob. Es ist noch ein besseres Beispiel, weil ich dort einfach wirklich fast jede Folge von Staffel 1 bis Staffel 13 kenne. Ja. Also da kann man schon sagen, ne? Jetzt aber, wenn du meinst, eine Serie direkt von Anfang bis Ende, also komplett durch, mehrmals, dann ist es nur eine einzige, meines Wissens nach. Und das ist Gravity Falls. Das liegt aber auch halt daran, dass es nur 2 Staffeln hat. 2 Staffeln, ich glaube mit ungefähr 40 Folgen. Das kriegt man in 1 bis 2 Tagen durch, wenn man komplett das Bingen tut. Wahrscheinlich sogar innerhalb von einem Tag. Wenn du morgens anfängst, kannst du wahrscheinlich um Mitternacht gefühlt aufhören. Also bist du fertig. Wenn du es komplett durch Bingen tust. Ja. Ja klar, die meisten anderen Serien gehen ziemlich lange. Aber okay. Nächste Frage. Liest du manchmal dein Horoskop? Wo liest du das? Ich lese mein Horoskop nicht. Nee. Nee. Nächste Frage.
Wie findest du Brettspiele, für die man Stunden braucht? Ich würde sagen, es kommt immer auf das, also an sich auf das Spiel an und auf die Person, mit der ich spiele. Ja. Aber an sich spiele ich Brettspiele nicht so großartig. Die meiste Zeit also die meiste meiner Zeit verbringe ich eigentlich entweder am Laptop, schaue mir YouTube-Videos an, höre irgendwie Spotify oder Soundcloud oder ich zocke Roblox. Ja. Aber früher habe ich natürlich sehr gerne Brettspiele gespielt. Vor allem Schach. Habe ich tatsächlich mal früher gespielt. Ja. So. Und dann auch schon die letzte Frage. Meinung zu Leuten, die Widder, Löwe oder Skorpion sind. Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Also, okay. Vor allem ist mir eigentlich das Sternzeichen völlig egal. Weil ich finde, ich bin ja der Meinung, ein Sternzeichen sagt nichts über eine Person aus. Ja. Das sagt nichts über eine Person aus. Ich meine, ist halt so. Ich meine, es ist halt irgendwas, wann du halt geboren wurdest, zu einer bestimmten Zeit. Ja. Ich meine, ist halt so, ne? Guck mal, manche Leute sind vom Sternzeichen Jungfrau her und haben aber schon so wurden schon so oft eingelocht, wie, keine Ahnung, ein Tor in der Kreisliga oder so irgendwie. Also, es ist halt einfach eigentlich gar nichts. Es macht nichts mit einer Person. Ne? Ich meine, keine Ahnung, da gibt es da so Leute, keine Ahnung, die sind zum Beispiel ein Widder und sind vielleicht gute Menschen. Okay. Und keine Ahnung, die anderen sind irgendwelche Spackos, die gerne irgendwelche Häuser anzünden oder sowas gefühlt. Und die anderen sind. Und das ist. Nein, 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 das ist jetzt nicht meine Meinung zu dem. Ich kann keine Meinung zu Leuten haben, die irgendwie ein Sternzeichen haben, weil das nur ein Sternzeichen ist. Es ist nichts. Es ist halt, es ist eine Symbolik irgend von irgendwas. Wenn du halt geboren wurdest in einem Zeitraum. Mehr ist es nicht. Ein Sternzeichen sagt nichts über deinen Charakter aus. Oder über deine Art. Ist halt so. Ich meine, was habe ich mal, glaube ich, gehört bei mir? Ich weiß nicht, als so Leute, die irgendwie Löwe sind, sind irgendwie, keine Ahnung, so erfolgreich und so weiter. Oder habe ich irgendwie gelesen? Ich bin nicht erfolgreich. Lel. Oder so, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Oder habe. Irgendwas, aber. Es ist halt irgendwas. Es sagt gar nichts über eine Person aus. Gar nichts. Gar nichts. Und damit war es auch wieder mit diesem Video. Und natürlich auch damit das letzte Telonym beantworten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, können wir gerne ein Like da lassen und auch ein Abo. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es auf diese Art und Weise weitergehen soll. Weil klar, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, damit ist ein weiteres Format weg vom Tisch. Aber eben aus einem guten Grund, wie gesagt. Ihr könnt mir ab sofort natürlich auf Tells schicken und ich werde sie auf Telonym beantworten und eben nicht mehr hier auf YouTube, weil das einfach besser ist. Eben wie am Anfang gesagt, weil es halt Leute gibt dann vielleicht, die warten jahrelang darauf, dass ich dann ihre Tells antworte. Und dann schicken die vielleicht keine Tells mehr, weil sie halt denken, ich ignoriere das. Was halt natürlich nicht stimmt, weil ich hier die Tells antworte.